Keine Hülse, keine Tatwaffe, nix. Ja, merkwürdig. Wieso merkwürdig? Das möchte ich gern von dir hören. Du weißt doch, jede Leiche erzählt eine Geschichte. Und wenn die dann eventuell nicht wahr ist? Auch, wenn sie dann eventuell nicht wahr ist. Also, was meinst du? Der Arzt sagt, er ist aus der Nähe erschossen worden. Und wie? Wahrscheinlich wollte er sich gerade eine Zigarette anzünden. Ist nicht mal an seine Pistole gekommen. Oder er wollte gar nicht schießen. Möglich. Das findest du nicht merkwürdig? Doch. Ja, warum fragst du denn? Das wird jetzt nichts mehr. Ich meine, im Moment. Heute früh anhand der Listen können wir dann klären, ob was verschwunden ist. Wieso heute früh? Ist das schon heute früh? Ist ja 6 Uhr. Ich meine bei Dienstantritt. Ach so, ihr habt ja Dienststunden, ja. Ich habe übrigens bei mir die Zollfahndung eingeschaltet. Das ist nett. Da bin ich bei meinen Ermittlungen nicht so einsam. Sagen Sie mal, Herr Theilmann, wer hat denn den da hinten hergeholt mit der dunklen Mütze? Wir haben ihn angerufen. Das ist der Bruder von Wachmann Graske. Was, das ist der Bruder von dem Toten? Ja. Ach so. Ja, dann bis später, Herr Theilmann, ja? Mhm. Kann ich Sie sprechen? Der Tote ist mein Bruder, Herr Köster. Ja, ich hab's gehört. Sie müssen mit mir reden. Ich hätte Sie aufs Präsidium bestellt. Ach, Sie wollen nicht mit mir reden? Ich habe gerade gesagt, ich hätte Sie aufs Präsidium bestellt. Wissen Sie, was Herr Millinger mir damals gesagt hat, zum Abschied, vor 6 Jahren, nach 28 Jahren Arbeit bei der Polizei? Nein, und es interessiert mich auch nicht, Herr Graske. Sie haben in all den Jahren, in denen Sie bei mir gearbeitet haben, nichts begriffen. Nichts, Herr Graske, von mir nicht, von niemand was, nichts. Wissen Sie, es gibt bei der Polizei solche und solche, aber Sie gehören zu keinem von beiden, Herr Graske. Und zu welchen gehören Sie? Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was Sie für ein Mensch sind? Lassen Sie mich jetzt bitte in Ruhe, Herr Graske. Herr Köster. Ich habe gesagt, Sie möchten mich bitte in Ruhe lassen. Herr Köster,
Mein Bruder ist umgebracht worden. Ja, das tut mir auch leid, Herr Graske. Aber wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen mir helfen, dann muss ich das ablehnen. Ja, ich werde Ihnen helfen. Sie werden mich brauchen. Das kann doch nicht wahr sein. Da kommt der Herr Privatdetektiv und sagt, ich werde ihn brauchen. Können wir Ihnen behilflich sein, Herr Köster? Sie können mich von diesem Herrn befreien, sonst fahre ich hier noch im Güterzug weg. Ich gehe schon, ist schon gut. Einen Moment, Herr Graske, ich will Ihnen noch was sagen. In der Schweiz sitzt ein Mörder, der heißt Serge Duval, der ist frei. Wissen Sie, warum der frei ist? Weil Sie schlampig gearbeitet haben. Ich habe sowas von Versagen in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich kann verstehen, dass die Schweizer bei den lächerlichen Beweisen, die Sie noch übrig gelassen haben, den Mann nicht ausliefern wollen. Aber der ist ein Mörder, ich weiß es, und Sie wissen es auch, Herr Graske. Für mich ist da trotz der 6 Jahre noch kein Gras darüber gewachsen. Für mich auch nicht. Ja, wissen Sie, dass mich das beinahe Kopf und Kragen gekostet hätte? Ja, ich weiß es. Ich habe dafür bezahlt. Ja, aber für Sie ist das einfach. Sie sind von der Polizei weg, nicht? Und haben Ihren eigenen Laden. Aber für mich ist das nicht erledigt. Serge Duval ist wieder in der Stadt. Hotel Kronprinz, Zimmer 207. Guten Morgen. Was ist denn? Ich habe doch was für Sie. Ja. Also ich wiederhole. Der Tote ist wahrscheinlich aus der Nähe erschossen worden. Wollte sich gerade eine Zigarette anzünden, ist nicht mehr an seine Pistole gekommen. Und die Hülse hat ein Kaliber wie eine Luger. Es wäre also zu überlegen, ob der Getötete vielleicht gar nicht schießen wollte. Lass sie untersuchen, die Hülse. Die Hülse. Wo ist denn eigentlich der Brenner? Der macht mit den Zollbeamten alle Kisten auf. Warum alle? Mit irgendwas müssen sie ja anfangen. Vielleicht finden sie auch was in den Kisten. Du beeil dich, ich will mit dir wegfahren. Wohin? Ins Hotel Kronprinz. Ach, da ist er ja. Ich erkläre dir es dann schon. Aha. Frau Fiedler, ich möchte Herrn Millinger sprechen. In der Sache Duval. Herr Millinger ist außer Haus, Herr Köster. Ich muss ihn aber sprechen. Wo ist er denn? Beim Oberstaatsanwalt. Und ich würde ihn nicht raten, dort anzurufen. Na schön, dann nicht. Köster. Hier, Brenner. Ja, Martin, ich habe schon nach dir gefragt. Sie müssen sofort kommen. Wir haben was Interessantes. Wie viele sind schon da? Ein paar zu viel, würde ich sagen. Halt meinen Platz frei. Ja. Du, der Brenner hat was gefunden. Wir gehen erst zum Zoll und dann hole ich mir den Duval. Wen? Ja. Ja, bitte. Entschuldigung, ich muss in Ihrem Bad was nachsehen. Dichtung. Ja, ja, bitte. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich habe die Kiste kontrolliert. Da war nichts drin außer dem Zeug.
Darf ich mal sehen? Guten Tag. Aha. Was heißt hier aha? Die Kollegen vom Rauschgiftdezernat sind schon da. Dann können wir anfangen. Das würde ich Ihnen nicht raten. Der Kollege Köster ist noch nicht da. Sie kennen Köster nicht. Na, was habe ich dir gesagt? Gott und die Welt ist wieder da. Na, hat sich doch gelohnt, das Suchen, nein, Herr Köster. Keine. Bitte. Aha. Ja, dann können wir also anfangen. Ja, bitte. Tja, also es handelt sich um zwei mittelstarke Peilsender mit einem guten Wirkungskreis von 2 Kilometern. Einer war auf Reserve geschaltet. Wir sind gerade dabei, ihn zu untersuchen. Tja, viel mehr kann ich noch nicht sagen. Der Frachtbrief. Empfänger einer Firma in Kopenhagen, Absender eine in Tanga. Inhalt Badeessenze. Wir lassen inzwischen überprüfen, ob die Firmen bekannt sind. Ich hoffe, dass wir da der Mordkommission nicht vorgegriffen haben. Nein, sicher nicht, Herr Kollege. Ich begreife nur vorläufig noch nicht, was das da mit Ihrem Dezernat zu tun hat. Ach so. Entschuldigung. Uns hat die Zollfahndung geholt. In einigen Päckchen befanden sich zwischen den Waren kleine Briefchen. Es ist anzunehmen, dass es sich um Heroin handelt. Wir lassen das gerade im Labor prüfen. Ach so, ja. Naja, jetzt finde ich mich langsam durch. Wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass der oder die Täter, die die Peilsender eingebaut haben, von dem Wachmann Graske überrascht worden sind und ihn darum erschossen haben. Die Leiche erzählt anscheinend jedem eine andere Geschichte. Ja. Aber unsere Version gefällt mir eigentlich viel besser. Wenn der gar nicht schießen wollte und der Täter stand so nah bei ihm, muss er noch gekannt haben. Ja? Vielen Dank, Dankeschön. Wiedersehen. 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 Was hat er gesagt? Er kannte den Mörder. Wer, Köster? Das ist mal was Neues. Wenn der Zoll das Heroin entdeckt und nachforscht, dann ist der Empfänger falsch oder Absender ebenfalls. Beide Firmen gibt's gar nicht. Und wenn das Heroin durchkommt, dann bauen Sie Peilsender in das Frachtgut ein. Richtig, das ist die Show, die sich irgendwo eine miese Bande ausgedacht hat. Und durch gepeilte Empfänger können dann die Leute, die an das Zeug dran wollen, dem Lastwagen auf große Distanz folgen, ohne aufzufallen. Genau, wenn die Fahndung am Lastwagen hängt. Darf ich bitte mal telefonieren? Dankeschön. Der Fahrer weiß ja meistens gar nicht, was er fährt, nicht? Und wenn dann die Luft rein ist, irgendwo an der Grenze, dann wird der Lastwagen überfallen und dann haben wir 50 Kilo Heroin mehr. Irgendwann werden wir hier auch die großen Banden auf dem Hals haben, genau wie in Amerika. Was heißt werden? Ja, hier ist Köster. Sagen Sie doch bitte Herrn Geithner, wir fahren jetzt los, ja? Dankeschön. Danke. Wohin fahren wir denn? Wirst schon sehen, komm mal mit. Und wie geht's hier jetzt weiter? Ja, jetzt werden erstmal Kompetenzen geklärt. Aber die Mordkommission ist doch in diesem Fall die Nummer 1. Natürlich, aber das Rauschgiftdezernat will dabei sein, die Zollfahndung, das mobile Einsatzkommando und jeder mit seinem Apparat. Da besteht natürlich das Risiko, dass die Täter, die an das Heroin wollen, was merken. Soll das heißen, dass wir nicht mitmachen? Doch, du bist dabei, der Brenner, der Geithner, Meier. Und Sie? Na, du willst doch nicht sagen, dass die Kollegen von den anderen Dezernaten schlechter sind als ich, ne? Ja? Ah ja. In Ordnung. Das war Meier. Sie haben die Bude von dem toten Wachmann durchsucht, aber da ist nichts. Er findet's besser, wenn Sie sich das selbst mal anschauen. Was für eine Bude? Er hat zur Untermiete gewohnt. Sagen Sie mal, wohin fahren Sie eigentlich? Tja, das ist eine Frage. Ich hol mir den Duval. Das verstehe ich nicht. Ich denke, wir arbeiten an dem Graske-Fall. Serge Duval. Das ist eine alte Geschichte. Auf den habe ich 6 Jahre gewartet, da warst du noch gar nicht bei uns. Mal telefonieren. Ja,
Ja, bitte, Herr Milliger. Er hat den ganzen Tag sein Zimmer nicht verlassen. Der Kellner war bei ihm mit Frühstück, eine Maniküre und ein Monteur. Danke. Bleiben Sie bitte hier, bis wir wieder rauskommen. Mach komm. Ich. Ja, bitte? Guten Tag, Herr Duval. Ach, Herr Köster. Lange nicht gesehen, Herr Köster. Tja, leider, Herr Duval. Bitte packen Sie ein paar Sachen ein. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Der ist noch gültig. Gratuliere, Herr Köster. Zwei Dinge passieren jetzt. Und das eine ist, Sie stehen vor einem Höhepunkt Ihrer beruflichen Karriere. Gratuliere also. Ja. Und das andere ist, ein historischer Augenblick, kann man sagen. Sie gehen von jetzt ab in die europäische Rechtsgeschichte ein. Ich habe zwar überhaupt nicht verstanden, was Sie meinen, Herr Duval, aber Sie können das ja alles bei der Vernehmung bei mir wiederholen. Aber bitte packen Sie jetzt ein paar Sachen ein und kommen Sie mit. Was soll das denn? Herr Köster? Hat Herr Duval Sie angerufen oder hergebeten? Das nicht gerade. Moment, Herr Dr. Mattner, ich habe hier einen Haftbefehl gegen Herrn Duval wegen Mordes an Dr. Waldmann. Den sollten Sie doch als sein Anwalt eigentlich kennen, ja? Es darf doch nicht wahr sein. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Herr Köster, wo leben Sie? Dieser Haftbefehl ist vor einem Jahr aufgehoben worden. Augenblick, Herr Köster, ich rede jetzt. Ja. Wenn Sie davon nichts wussten, unterhalten Sie sich mit Ihrer Behörde darüber. Es ist weder dem Staatsanwalt noch dem Untersuchungsrichter schwer gefallen, diesen Haftbefehl aufzuheben. Denn dass Ihr Beweismaterial nichts getaugt hat, das wissen Sie ja selbst am besten. Außerdem haben Ihnen ja das die Schweizer Behörden schriftlich gegeben. Herr Dr. Mattner, das muss ich aber nachprüfen. Moment noch, Herr Köster, damit Sie keinen Fehler machen. Herr Duval ist hier als Zeuge der Staatsanwaltschaft in einem laufenden Wirtschaftsprozess. Und zwar, Herr Köster, unter Zusicherung von freiem Geleit. Nach einem Rechtsabkommen, das vor 3 Jahren von 17 europäischen Nationen unterzeichnet worden ist. Bevor Sie gehen, Herr Köster, möchte ich Ihnen noch sagen, dass ich Sie als außerordentlich fähigen Beamten schätze. Und ich sehe es als Ihr Glück an, Sie unten in der Halle gesehen zu haben. Ja, ja. Dann kommen wir. Gehen Sie noch nicht. Ihr Chef ruft Sie gleich hier an. Jemand einen Sherry? Nein, danke. Darf ich mal Ihr Bad benutzen? Ja, bitte. Danke. Es ist unangenehm. Guck mal. Thank you.
Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber ich finde es auch nicht uninteressant. Das für mich wahrscheinlich, ne? Ja? Warte mal, Köster, können Sie eigentlich lesen? Ja, Herr Millinger, ich habe Sie gefragt, muss Sie, ob Sie lesen können. Dann müssten Sie wissen, dass ich muss Sie unbedingt sprechen, noch heute, Herr Millinger. Sie können mich heute überhaupt nicht mehr. In einem Jahr aufgehoben. Ja. Natürlich habe ich Ihnen das gesagt. Er ist seit einem Jahr aufgehoben bereits. Ja. Unglaublich ist das. Gut, also dann morgen früh. Ende! Sag mal, hast du die Wahl etwa festgenommen und brauchst jetzt was um... Nein, ich habe nicht festgenommen. Na, du hast doch gesagt, es ist Duvals Waffe. Ja, die habe ich bei Duval auf dem Klo gefunden. Auf dem Klo? Ja, ich weiß auch, dass das nicht zu dem Duval passt. Ich habe eben das Gefühl, irgendjemand treibt da ein übles Spiel mit mir. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir da was finden. Aber er glaubt, dass wir kommen, wenn er uns vom Abendbrot wegpfeift. Da hat er ja recht. Haben wir auch gemacht. Ne? Ihr werdet was finden. Da müssen Spuren sein. Ihr kriegt auch was von mir. Was sollen wir denn haben? Na, ich möchte, dass er bis zu seiner Pensionierung im Archiv verschwindet. Gar nicht, was Sie wollen. Die Polizei hat doch heute Mittag schon alles um und um gedreht. Jahrelang haben Sie sich nicht um Ihren Bruder gekümmert. Jetzt auf einmal ist alles so wichtig. Am Nachmittag waren noch zwei Männer da. Die habe ich aber nicht reingelassen. Ich habe sie nicht gekannt. Was für Männer? Wie sahen sie aus? Was für Männer? Wie Männer halt aussehen. Ich habe sie mir nicht gemerkt. Ich glaube, wir haben die falsche Schicht erwischt. Wieso weiß man eigentlich nicht, wann die Spedition die Kisten abholt? Weil man nicht fragen kann. Die Bad 3 geht einem auf die Nerven. Herr Millinger. Danke. Herr Köster? Ja?
Im Laufe unserer vielen Auseinandersetzungen habe ich mir so eine Art Kurzfassung angewöhnt. Diesmal muss ich deutlicher werden. Denn sollten Sie mich nicht verstehen, fallen nicht nur Sie vom Stuhl, sondern ich auch. Ich werde mir Mühe geben. Ja, darum möchte ich auch bitten. Duval hat über seinen Rechtsanwalt Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wegen der Waffe. Wissen Sie, auf wen das zielt? Sie meinen doch nicht im Ernst, dass ich dem Duval die Pistole untergeschoben habe. Es geht hier gar nicht darum, was ich meine. Es liegt eine Anzeige vor. Weiter. Die Staatsanwaltschaft ist sehr beunruhigt über Ihr Vorgehen. Reißt Duval, weil er verärgert ist, vorzeitig ab, sagt also nicht aus, platzt ein Riesenprozess. Das beeindruckt Sie wohl überhaupt nicht, was? Dann muss ich eben noch deutlicher werden. Dieser Duval, Herr Köster, ob Sie ihn nun leiden können oder nicht, dieser Duval hat freies Geleit zugesichert bekommen. Und ich kann mir einen internationalen Justizskandal nicht leisten. Und Sie schon gar nicht. Sie haben sich und mich damals schon blamiert mit Duval. Vor 6 Jahren. Jetzt hören Sie mal auf, ja? Was ich Ihnen jetzt sage, ist eine Dienstanweisung. Herr Köster, kümmern Sie sich gefälligst um den Mordfall Graske. Und zwar intensiv. Das tue ich ja schon die ganze Zeit. Mit dieser Waffe, die ich bei Duval gefunden habe, mit dieser Waffe wurde der Wachmann Graske erschossen. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Das schaffe ich gar nicht. Hier ist der Laborbericht, bitte. Was steht denn drin? Sind Fingerabdrücke drauf? Nein, wenigstens keine brauchbaren. Und, dass Sie die Waffe bei Duval im Bad gefunden haben, das macht Sie nicht misstrauen? Oh ja, da läuft irgendein Spiel, das ich nicht durchschaue. Noch nicht. Es ist Ihnen sicher klar, dass das für einen neuen Haftbefehl für Duval nicht ausreicht, nicht wahr? Ja, wenn Sie das so sagen, ist mir das klar. Herr Millinger, was würden Sie sagen, wenn ich die Sache nicht weiterverfolge? Dumme Frage, ich müsste Sie vom Dienst suspendieren. Oh nein. Sie müssten mich anzeigen. Wegen Begünstigung einer Strafsache. Eines Mordes. Na, was soll ich nun machen? Was werden Sie machen? Ah, sehen Sie, das ist jetzt wieder meine Entscheidung. Ich soll den Duval nicht verhaften, ich soll nicht belästigen, ich soll nicht stören, aber ich muss ihn verfolgen, weil ich davon ausgehe, dass er was mit dem Mordfall Graske zu tun hat. Das ist doch ein bisschen, ne? Hören Sie mal. Ja. Wenn Sie sich irren, dann sind wir beide wirklich dran. Ja, ich weiß, da fliegen wir beide raus. Nee, ich mag keine Erdnüsse. Für eine Tat nach der Einreise gilt aber das Freigeleit nicht mehr, ne? Köster. Ja. Ich frage Sie lieber nicht, wie es war. Nee, das ist auch besser. Ich hab da was für Sie. Ich wollte, dass Sie das gleich kriegen. Ist gerade mit der Post gekommen. Jetzt hat's mich aber erwischt. Das ist ja ein Ding. Da treibt jemand ein mieses Spiel mit mir und ich, Idiot, bin voll drauf eingestiegen. Naja, das war's dann. Kann ich Ihnen helfen? Nee, nee, das muss ich alleine machen. Ach ja. Bring das mal zum Labor, ja? Ja. Kannst du das nicht ein bisschen leiser stellen?
Weinzierl, ich will ja nichts anderes als das, was die jüngeren Kollegen auch kriegen. Bitte, Herr Weinzierl, ich will nur dieselbe Fangprämie haben. Ich erwarte ja gar nicht, dass Sie mich fest anstellen. Noch mein Gott, das sind schon 50 Mark für einen Kaufhausdieb. Ja. Entschuldigung. Wieder. Ja, aber kann ja nie wissen, nicht? Ich nehme an, Sie wollen über meinen Bruder reden. Kann ich mal telefonieren? Ja, bitte. Heimann, Gerd! Pass mal auf, ich bin unter folgender Nummer zu erreichen. 672389. Sind Sie wahnsinnig geworden? Was wollen Sie mir damit beweisen? Wie gut Sie sind? 6 Jahre zu spät. Oder wollen Sie mich kaputt machen? Das haben Sie geschafft. Wo hatten Sie die Waffe her, die bei Duval im Bad war? Beweisen Sie mir was. Beweisen Sie mir, dass ich die Waffe in der Nacht im Zolllager gefunden habe. Sind meine Fingerabdrücke drauf? Na? Waren Sie hier drauf? Nein? Ich habe keinen Klebstoff, keine Zeitungsabschnitte. Herr, ich habe nicht mal eine Schere. Bitte. Bedienen Sie sich. Und was ist, wenn ich es zugebe? Haben Sie einen Zeugen? Haben Sie? Nein. Ich bin nur wenig jünger als Sie. Ich habe Sie bewundert, aber Sie mochten mich nicht. Der große Köster mochte mich nicht. Ich habe mehr gearbeitet als die anderen. Ich wollte besonders gut sein. Ich wollte gelobt werden. Aber Sie mochten mich nicht. Ich wurde unsicher, hab Fehler gemacht. Naja, dann sind wir ja jetzt quitt. Herr Köster, bitte, gehen Sie nicht. Kraske, Sie haben mich immer nur belogen. Immer. Und am Schluss haben Sie nur noch gelogen. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, Kraske. Bitte, Herr Köster. Ich wollte, dass Sie die Wahl festnehmen. Ich wusste keinen anderen Weg. Ja, ich habe jemanden angeheuert, der die Pistole bei die Wahl im Bad versteckt hat. Ich habe gedacht, ich muss das machen. Ich weiß, dass die Wahl nur 2 Tage hier ist. Ich wollte Ihnen helfen, die Wahl auf die Spur zu kommen. Die Wahl hat meinen Bruder erschossen. Mein Bruder hängt in der Rauschgiftsache mit drin. Mein Bruder wollte ganz groß einsteigen. Ich habe ihn nicht abbringen können. Und in der Nacht, wo Sie die Peilsender eingebaut haben, da wollte er die Wahl erpressen. Er wollte 100.000 sofort und 10% vom Gewinn. Er hat nicht geglaubt, dass die Wahl ihm was tut. Wollte ich gerade eine Zigarette anzünden. Mein Bruder und die Wahl kennen Sie seit 2 Jahren. Haben Sie dafür Beweise? Ja, es gibt da irgendein Foto von Duval und meinem Bruder auf Duvals Segeljacht vom letzten Sommer. Oder eine Postkarte. Ich brauche Zeit, um sie zu finden. Bis jetzt habe ich sie nicht. Aber auch Duval weiß, dass es dieses Foto gibt. Ohne Beweise kann ich gegen den Duval nichts machen. Gerade gegen den kann ich nichts machen. Bitte, Herr Köster, glauben Sie mir. Dieses Foto gibt es.
wollten Sie denn nicht ins Büro kommen? Unter diesen Umständen kann mich im Büro doch gar nicht mehr sehen lassen. Mir glaubt doch keiner die Geschichte. Es glaubt mir doch kein Mensch. Und die Pistole von dem Duval, es bleibt doch irgendwie auch an mir hängen. Irgendwie. Du. Ich weiß nicht. Sie haben da so ein festes Bild von Graske. Vielleicht machen Sie da einen Fehler. Ach, der lügt doch. Der will was verschleiern. Der will ablenken. Ich riech das. Und selbst wenn ich ihm glauben würde, es nutzt mir doch nicht. Aber Sie haben doch selbst gesagt, ich hätte gerne einen Tee, bitte. Sie haben doch selbst gesagt, der Wachmann Graske muss seinen Mörder gekannt haben. Da war es nur eine Theorie. Und jetzt fängt das an zu stimmen. Ich habe doch keine Beweise. Es nutzt mir doch nichts. Wer sagt mir denn, dass der Graske nicht immer noch ein Spiel mit mir treibt? Und das Foto. Ach. Und die Postkarte. Tricks. Ja, Sie glauben nicht dran. Ich kenne den zu lange. Wollen Sie es nicht versuchen? Acht Mann für Graske, acht Mann für Duval. Rund um die Uhr. Die Idee, die kannst du gleich wegschmeißen. Den Aufwand kriege ich doch nicht. Der Millinger hat Angst vor der Staatsanwaltschaft. Und vor einem Skandal. Die Staatsanwaltschaft hat Angst, dass er Duval abreißt, ohne ausgesagt zu haben. Nachbefehl gegen ihn kann ich immer noch nicht bekommen, muss ihn aber verfolgen. Wissen Sie was? Nee. Ich melde mich krank. Dann übernehme ich Graske und Sie Duval. Geht doch nicht, du musst doch ins Zolllager. Danke. Morgen bis zur Mittagspause. Da wird der Duval aussagen vor Gericht. Und um 13.30 Uhr geht der nächste Zug. Und 2,5 Stunden später fährt er hinter Lindau über die Grenze. Und dann ist er weg, der Junge, in der Schweiz. Wieso fährt denn der mit dem Zug? Der hat eine Aerophobie. Der kann nicht fliegen, der ist noch nie geflogen. So, Gerd, wenn ich morgen nicht im Büro bin, bin ich unter dieser Nummer zu erreichen, ja? Ja. Ja, jetzt gehen wir in deine Arbeit. Ich möchte gern zahlen, bitte. Dann lass mal, das mache ich schon. Danke. Also. Was meinst du, Gerd? Habe ich noch eine Chance bei der Geschichte? Wieso? Ja, ja, so denke ich auch, genau wie du. Dann gehen wir schon. Ach, du lieber Gott. Ich sehe keinen Sinn mehr. Ich muss auch weg. Tschüss. Dafür hätte ich keine 2 Tassen Kaffeekuchen brauchen. Ach, dieser alte, wackelige Tisch. Jetzt will er. Schnell das Telefon. Seit wann habe ich denn Telefon?
jemand nach mir fragt, ich bin hier. Ich soll das für einen Herrn Duval abgeben. Bitte schön. Moment! Kriminalpolizei. Wo haben Sie denn die? Ich hab doch gewusst, dass da was schief ist. Passiert Ihnen doch gar nichts. Ich möchte nur wissen, wo haben Sie den Umschlag her? Was weiß ich? Zwei Typen in einem Auto. Was war das für ein Auto? Keine Ahnung. Ich kenne mich nur bei Motorrädern aus. Moment. Wenn Ihnen das was nützt, 20 Mark haben Sie mir gegeben. Das nützt mir gar nichts, aber geben Sie mir mal Ihren Ausweis. Ich hab doch gewusst, dass da was faul ist. Nichts los bis jetzt. Dankeschön. Gehen Sie ruhig schlafen. Bin schon weg. Na, Herr Graschke. Oberschenkeldurchschuss. Ich habe das Foto gefunden. Sah aus wie eine Postkarte. Und jetzt ist er weg. Tja, die ist jetzt weg. Ich habe den Kerl vor Schmerzen nicht mehr erkennen können. Sie glauben ja doch. Oder glauben Sie, ich würde mir auf der Straße ins Bein schießen? Nein, nein. Ganz schön traurig. Näher. Sehe ich selbst. Ist doch nicht die falsche Schicht. Halt! Fertig machen. Fahr schon mal vor. Kannst du mir näher mal geben? Herr Mack, das war viel, du. Willst du was essen gehen? Ja, ja, ja. Danke, Kumpel, ja. Alles Gute. Ja, auch.
Bleiben wir jetzt wieder hinter ihm. Nicht so dicht, sonst merkt es. Los, rechts ab! Guten Tag. Guten Tag. Das finde ich aber nett, dass Sie mir Gesellschaft leisten wollen. Bis zur Grenze. Haben Sie sich freigenommen? Das nicht gerade. Sie würden mich gerne was fragen? Das auch. Also bitte fragen Sie. Ich kann mich gut in Ihre Lage versetzen. Das ist schlimm. Ich bin ein Unberührbarer für Sie. Sie haben es schwer mit mir. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Grenze. Wir können alles noch mal durchgehen. Also, fragen Sie. Ich habe großen Respekt vor der Wut, mit der Sie mich verfolgen, und vor der Ausdauer. Also gut, ich will Ihnen ein paar Fragen beantworten, die Sie mich nicht gefragt haben. In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, als der Wachmann, Graske heißt er, ja, Graske, erschossen worden ist, da war ich auf meinem Zimmer im Hotel. Das ist überhaupt kein Alibi. Stimmt. Stimmt. Aber was nützt es Ihnen? Haben Sie wenigstens eine Theorie? Ja, eine gute sogar. Der Wachmann Graske ist aus der Nähe erschossen worden. Er wollte sich gerade eine Zigarette anstecken. Er hat nicht zur Pistole gegriffen, weil er den Täter kannte. Interessant. Und warum sitzen Sie jetzt hier bei mir im Zug? Weil Sie ihn getötet haben. Das ist ja eine wüste Theorie. Sie nehmen doch nicht im Ernst an, dass ich mich wirklich damit beschäftige. Nicht mal als Spiel zwischen Ihnen und mir. Ich kenne gar keinen Wachmann Graske. Das dachte ich mir. Mein Gott, was müssen Sie mich hassen? Dass Sie auf diese Wahnsinnsidee gekommen sind, mir eine Pistole unterschieben zu wollen. Damals vor 6 Jahren, da sind Sie schon über mich gestolpert. Aber diesmal, Köster, schlagen Sie lang hin. Ich glaube nicht, dass Sie wieder aufstehen. Ja, Sie verschenken Ihre Zeit, Herr Köster. Wir haben nicht mehr viel bis zur Grenze. Entschuldigen Sie, ich muss mal raus. Köster? Ja? Tun Sie mir einen Gefallen? Wenn ich kann. Bringen Sie mir nicht wieder eine Pistole mit. Von der Toilette. Leasing International, Maximilianstraße 14, München 2. Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt, wir beziehen...
Was ist denn? Können Sie nicht warten? Nein, es tut mir leid. Kriminalpolizei. Bitte lassen Sie uns ein paar Minuten allein, ja? Das ist ja ein Ding. Entschuldigen Sie. Nein, Sie nicht, Fräulein. Sie brauche ich ja. War schon ein Anruf für mich. Mein Name ist Köster. Bis jetzt noch nicht? Noch nicht. Da wird er gleich kommen. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Wir haben eine Störung. Vielleicht ist es auch ein Loch. Das hängt manchmal vom Wetter ab. Wir nennen das Loch. Da kommen einige Städte einfach nicht durch. Sagen Sie, können wir es mal von hier versuchen? Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll, Fräulein. Es ist ein wahnsinnig wichtiges Gespräch. Diese Nummer bitte. Ein Loch? Was für ein Loch? Himmel, Herrgott, nochmal, ich brauche diesen verdammten Zug. Ja, ich warte. Was? Nein, hier spricht die Polizei, hier spricht das Polizeipress. Ein Loch. Köster bringt mich um. Ach, nix. Tut mir leid. Sie haben ja gesehen, ich komme nicht durch. Vielleicht versuchen Sie es nach der Grenze nochmal. Vielleicht geht's dann besser. Nein, das hat dann keinen Zweck mehr. Ich wollte das. Brauchen Sie ja nicht, die Nummer. Was passiert? Ihr Mann. War nichts mit Telefonieren, was? Ja, ich weiß, auf diesem Abschnitt geht es manchmal nicht. Nein, das war nichts. Was hatten Sie eigentlich erwartet zu hören? Ja, weil ich weiß, dass Sie ein Mörder sind. Ein solcher Satz, der sollte Ihnen eigentlich nicht passieren. Solange ich arbeiten werde, werde ich Sie verfolgen, bis ich Sie habe. Ich habe das noch nie jemand geschworen, aber diesmal durch's. Ah, das war also Ihr Abschied von mir. Schade. War wieder nichts. Wie schon mal, Herr Köster. Ein Cognac, bitte. Oh. Oh! Na und, Köster? Verhaften Sie mich doch. Dieses Foto beweist nur, dass ich den Wachmann Garski gekannt habe, sonst nichts. Meinen Sie, dass das reicht? Na, versuchen Sie es doch. Sie werden sich noch mal blamieren, wie damals schon vor 6 Jahren. Nur diesmal wird es einen Skandal geben. Denn bis zur Grenze habe ich freies Geleit, Sie wissen es. Sie haben doch jemanden anschießen lassen, um dieses Foto zu bekommen. Wie wollen Sie das beweisen? Das können Sie nicht. Überall, ich habe Ihnen schon mal gesagt, ich werde Sie verfolgen, bis ich Sie habe. Von diesem Foto an werde ich es schaffen. Und da wird Ihnen auch die Schweiz nichts mehr nutzen. Herr Köster, Sie haben mir was gestohlen. Das ist gar nicht gut für Sie. Ja, Mahlzeit. Hier Lindau Hauptbahnhof. Hier Lindau Hauptbahnhof. Der soeben eingefahrene Schnellzug aus München zur Weiterfahrt nach Zürich über Bregenz hat 20 Minuten Aufenthalt. Heimann, Gerd? Herr Köster, wo sind Sie denn? Auf dem Bahnhof in Lindau. Ich habe die im Zug nicht erreichen können. Na, alles gelaufen. Die haben den Speditionswagen wirklich überfallen. Brenner hat bei dem Überfall einen der Gangster angeschossen und der singt jetzt. Also, Duval ist der Boss der Rauschgiftbande und er hat den Wachmann Graske tatsächlich erschossen. Mensch, ich muss weg. Der sitzt ja noch im Zug. Halt, halt! Ich habe den Kollegen in Lindau einen Telex geschickt und um Hilfe gebeten, weil ich sie im Zug nicht erreichen konnte. Herr Köster, hören Sie mich!